Ich stehe hier wieder in Friedrichstadt und möchte heute die letzte Etappe des Wikinger Friesenwegs fahren. Der führt noch über 55 Kilometer von hier Friedrichstadt nach Tönning zum Eidersperrwerk an der Nordseeküste bis nach St. Peter-Ording. Ja, das hört sich schon mal nicht schlecht an und dann noch so ein tolles Wetter und dann auch noch Ostwind, also habe ich Rückenwind, also wird es viel Spaß bringen und tolle Bilder wird es wohl hoffentlich geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei auf der letzten Etappe des Wikinger Friesenwegs. Bei Friedrichstadt wird gerade die Gleisanlagen saniert und da ist auch der Riesenbauzug dazu. Boah, was ein technisches Gerät. Aber man kann nicht alles sehen, der ist ja so lang und ist auch hier versteckt hinter den Bäumen. Aber deswegen gibt es jetzt hier so viele Verspätungen auf der Strecke Hamburg-Westerland. Jetzt bin ich aus dem Nachbarort Koldenbüttel raus und wie man hier sieht, es werden heute nicht viele Höhenmeter zusammenkommen. Der nächste Ort in 5 Kilometern ist jetzt Witzwort. Bin ich schon durch
durch Witzwort und jetzt geht es gleich nach Eulenswort. Ja, in den Ortsnamen dieses Wort, das bedeutet im Friesischen eigentlich Warft. Das hat sich irgendwie so über die Jahrhunderte so ein bisschen verändert. Und eins kann ich auch sagen, Nordfriesland hier Rad zu fahren mit Rückenwind ist echt herrlich. Das ist so easy. Traumhaft hier. Das macht Spaß. In Nordfriesland heißt es ja immer, man kann morgens schon sehen, wer nachmittags zum Kaffee kommt. Ja, so wie hier. Da hinten ist Tönning zu sehen, das sind noch über 5 Kilometer. Ja, so frei ist das hier. Tönning ist erreicht. Das Navi spinnt gerade so ein bisschen. Aber zum Hafen werde ich ja wohl noch finden. Ja, sehr schön hier. Ja, das Navi spinnt so ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen nachgucken in der Karte wegen dem Weg, damit ich auch hinfinde. Aber eigentlich ist es auch ganz einfach. Einfach der Eider folgen. Zum Sperrwerk, glaube ich. Muss jetzt bestimmt ausgeschildert sein. Aber ist echt schön hier. Wow. Tönning ist echt schön. Hier das Wattenmeer. Echt klasse. Ja, wir leben halt im schönsten Bundesland der Welt. Also dann geht's erstmal Richtung Eidersperrwerk. Hoffe ich. Moin junger Mann, kann ich dir helfen? Ja, ich bin so ein bisschen unterwegs auf dem Wikinger Friesenweg. Ist ja ein Ding. Und gerade spinnt mein Navi so ein bisschen. Ja, pass mal auf. Oh, ich fahre mal kurz vorbei. Oh, ruhig. Aber macht ja nichts. Ich komme jetzt dagegen, dann zeige ich dir mal, wo es lang geht. Oh, yes. Und erkannt, ich glaube ihr kennt den. Heiko vom Kanal Heikos Radtouren. Moin. Wir haben uns jetzt zufällig getroffen und haben jetzt beschlossen, gemeinsam den Rest des Weges zu fahren. Ich glaube, das wird klasse. Oh, nix für Warmduscher hier. Wo der wohl noch hin will. Thank you.
hopp, hopp, den Berg rauf. Gut, wenn man ein Guidebett hat, der zeigt einen die besseren Wege hier. Die berühmte Pfütze hier ist heute mal trocken. Da sind wir gut durchgekommen. Jetzt stehen wir hier am Eidersperrwerk und wir sehen hier auf der Seeschwalbenkolonie und jetzt haben wir auch die offene Ostsee vor uns. Ostsee? Nordsee. Hast du jetzt Ostsee gesagt? Ja. Macht der Gewohnheit irgendwie. Also ein bisschen kann man hinten die Sandbank sehen von St. Peter-Ording und die Felsenhäuser. So, geht jetzt weiter an der Ostsee, Nordsee. Richtung St. Peter-Ording. Immer am Deich. Ja. Ich muss sagen, Heiko ist gut im Training. Er sagt das einfach nur so, dass er nicht gut. Er kommt mit, aber er ist ja auch Rückenwind.
Sieht so aus, ob wir gleich in St. Peter-Ording sind. Peter-Ording hat auch einen Leuchtturm, den Leuchtturm Böhl. Ob der noch funktioniert, fraglich, sieht nicht mehr so neu aus und der Weg ist auch schon bald vorbei. Bald sind wir am Ende. Leider bei diesem schönen Wetter und diese schöne Landschaft hier, echt Wahnsinn hier. Oh, da hier ist es sehr ruppelig. Ich glaube, wir fahren gleich wieder da unten. Das ist besser. Überall leere Parkplätze hier. Echt krass. Hier ist jetzt die Promenade von St. Peter-Ording. Aber ich habe das hier noch nie so leer erlebt. Das ist richtig gespenstisch. Ich würde sagen, das ist ein würdiges Ende für diesen Radweg. Echt klasse. Durch so viele tolle Landschaften von Schleswig-Holstein. Auf 170 Kilometern. Also ein Traum. Ich fand ihn echt super. Ich hoffe, es hat euch auch dann gefallen über diese drei Filme, die ich gemacht habe daraus. Also ich bin hier echt sehr begeistert. Man hat auch wieder vieles gesehen, was ich vorher nicht kannte. Echt toll. Also ich hoffe,
Euch geht es immer noch gut. Bleibt gesund. Denn bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ach ja, auch noch Grüße von Heiko.